Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Im letzten Part haben wir hier in diesem Kannibalenlager aufgehört und sind im Grunde eigentlich gerade dabei, die beschädigten Schreine zu reparieren, aber auf dem Weg kann man natürlich so ein paar dieser Lager mitnehmen. Also Fragezeichen, die sich auf dem Weg befinden. Ich muss mal gerade gucken, der nächste Schrein wäre... Na, wo ist er denn? Oh, ganz da unten. Da sind noch 1, 2, 3, 4, 5 Fragezeichen. Das können wir schon mal getrost ignorieren, da weiß ich schon, dass das noch nicht funktioniert. Aber da ist ja noch was und dann würde ich einfach vorschlagen, wir gehen jetzt eben fix die Fragezeichen ab, machen den letzten Schrein und dann geht's auf nach Novigrad, Hauptquest folgen, endlich in die große Stadt. Und da könnt ihr euch auch schon drauf freuen, ich freue mich selber auch schon riesig drauf, weil halt wie gesagt die Story dann so richtig, richtig Fahrt aufnimmt. Dann geht das richtig los und ja, hört auch nicht mehr auf, bis man dann quasi da ist. Ach, ich bin schon direkt im Banditenlager. Moin. Na, und los geht's. Zack, ja, noch mehr Kannibalen. Erst hatten wir die Piratenecke, ne? Jetzt haben wir die Kannibalenecke und ja, wundert euch jetzt nicht, dass das so easy ist. Guckt bitte auf das Level, ne? Die sind Level 3. Das hat jetzt auch nicht mal was mit unserem Spielstand, also mit unserer Schwierigkeitsgrad, die wir gewählt haben, zu tun, sondern das liegt einfach daran, weil die Heilos unterlevelt sind für uns inzwischen. Wir sind ja schon jetzt fast Level 13. Das ist dann leider so, aber dann soll es ja auch so sein. Wenn man fast 10 Level höher ist, dann darf man die Gegner auch gerne mal auseinanderschnetzeln. Dafür hat man das Ganze sich ja auch erarbeitet, ne? So, was ist da los? Ah, was kann ja wohl nicht wahr sein? Steht da hinten so eine feige Sau mit seinem Bogen? Ja, das war's wirklich. Also das geht mal gar nicht. Tschüss. Oh, da schwebt was in der Luft, doch. Du hast deine Keule vergessen beim Sterben. Oh Mann, ey. Noch nicht mal richtig sterben können die. Oh, jetzt ist sie weg. Ah, nein, sie ist noch da. Ich bin einfach nur bescheuert. Ja, ihr seht, irgendwie so richtig rund läuft es nicht mehr seit dem Patch 1.8. Dann gab es noch einen Hotfix und irgendwie, also ich habe Leute, die auf einmal aus dem Himmel fallen. Merkwürdig gehende Menschen. Ja, also mal gucken, wie sich das noch so entwickelt und wann 1.9 dann wohl rauskommt. So richtig heile kriegen sie es irgendwie nicht, ne? Also sind jetzt keine kritischen Sachen, ne? Vor allen Dingen, seit der allerersten Version ist in Novigrad, schwebt eine Waffe rum, neben einem gewissen Gebäude, das zeige ich euch noch, wenn es soweit ist. Die schwebt da bis heute. Also da hat sich noch nie was verändert, egal wie viele Patches da passiert sind, diese Waffe schwebt immer an der gleichen Stelle, weil ein Tisch fehlt, auf der sie eigentlich liegen soll. Das ist schon immer so, ne? Das wird auch wohl immer so bleiben. Ich nenne es ist auch schon, für mich ist das die schwebende Waffe von Novigrad. Zeige ich euch noch, ne? Hier liegt so ein Buch rum, das so einladend da liegt, so zum Lesen, aber ist nicht gedacht zum Lesen. Es liegt einfach nur als Deko darum. Tabakpfeife, oh, hellig, ne? Warum nicht? Was haben wir hier noch? Oh, ein paar Runen, eine Rüstung und ein bisschen Schnaps. Schnaps kann man ja immer brauchen, ne? Vor allen Dingen als Hexer. Da muss ich ja nachts auch irgendwie warm halten. So, jetzt ist das nämlich ausgegraut, wie ihr seht, dieses Banditenlager-Symbol. Da im anderen Banditenlager-Symbol, da oben ist auch ausgegraut. Aber das hier ist noch nicht ausgegraut. Da haben wir irgendwo was vergessen. Irgendein Kistchen wieder übersehen. Also ich habe das bei mir bei meinem Hauptspielstand, wo ich jetzt in diesem Bereich hier alle Fragezeichen schon habe, habe ich trotzdem so ein paar Banditenlager, die einfach nicht grau werden. Weil ich irgendwas nicht finde. Ne? Irgendeine geheime Truhe oder sonst irgendwas. Jetzt gehen wir nochmal. Wir gehen es noch einmal ab hier. Das Blut ist sogar noch feucht. Ja, da liegen ja auch noch feuchte, wubbelige Gedärme in dem Eimer da. Haben sie den gerade mal entdarmt und dann wollten sie den essen, ne? Lecker. Ich muss jetzt halt looten, was zu looten ist. Aber wie seht, das ist nicht so groß, das Gebiet, dieses Lager. Und ich persönlich... Ja, na gut, das ist noch eine Kiste. Siehst du, das wird's gewesen sein. Jo, es hat sich doch gelohnt, nochmal nach hinten zu gehen. Erscheinungsabsud, sehr, sehr schön. Na, hier hängt auch überall Fleisch rum. Oh. Ihr wisst, von wem das ist, ne? Bah. Kannibalen, ey. Bah. Fürchterlich. Ah, da rollt auch noch der Kopf rum, alles gut. Jetzt gehen wir schauen. Als nächstes, das lassen wir aus, gehen wir dann dorthin. Dann dorthin und dann haben wir das auch schon. Das dauert gar nicht so lang, ne? Also, wirklich schlimmer als es ist. Oh, wir müssen in diese Richtung. 130 Meter. Die können wir auch zu Fuß abreißen. Oh, jetzt sind wir mal bei Nacht unterwegs. Muss ja auch mal sein. Ne? Ich mache ja sonst immer gerne Tag. Ich bin so ein Tagmensch irgendwie. Ne? Aber dynamischer Tag- und Nachtwechsel, da können wir auch ruhig mal durch die Nacht stromern. Man muss ja sagen, es ist relativ hell dafür, dass Nacht ist. Ne? Also eigentlich ist es taghell. Es ist nur anders eingefärbt. Finde ich persönlich ganz angenehm. Ich muss das nicht so dunkel haben. Bei Skyrim ist es ja ähnlich. Da ist es nachts ja auch eigentlich quasi viel zu hell.
Aber wenn man sich dann da die ganzen tollen Mods installiert, dann ändert sich das und dann wird es in Höhlen und draußen entsprechend realistisch hell und man muss immer mit Fackel rumlaufen. Finde ich dann wieder auch voll nervig, dann kann ich nichts mehr sehen. Vor allen Dingen in Höhlen dann. Wenn man das dann vergleicht mit der Originalversion, wo man dann Sichtweite in der Höhle von 300 Metern hat und nach dem Mod dann irgendwie noch 3 Meter, ist das schon etwas nervig. Ne? Man muss dann immer selber rumgucken. Bei dem wunderbaren Grafik-Enhanced-Mod gibt es dann so eine schöne Konsole, da kann man dann mit Reglern sich selbst die Helligkeiten wieder zurecht friemeln. Und dann kriegt man das eigentlich auch wieder eingestellt. So, wenn ich diese Kiste öffne, dann müsste es, dann seht ihr das, dann wird das nämlich jetzt grau, wie sich das gehört. Und bei mir, bei meinem Privatding, ist das nicht grau geworden. Es bleibt einfach so. Und er zeigt mir auch an, ich könnte diese Kiste noch looten. Und sobald ich das versuche, geht das Fenster kurz auf, wo nichts drin ist, und dann kann ich die Kiste nicht mehr looten. Aber das Fragezeichen bleibt weiß, also das Ding bleibt weiß und wird nicht grau. Ne? Verborgt. Naja, kommt vor. Ist ja nicht so schlimm. So, das war das. Da brauchen wir noch nicht raufgehen. Dann gehen wir noch dahin. Das sieht ja schon ganz einladend aus. Nochmal 170 Meter. Die können wir auch zu Fuß abreißen. Da brauchen wir keine Plätze für holen. Das läuft auch so. Mal ein bisschen joggen ist auch nicht verkehrt. Man muss ja... Oh, hallo. Moin, moin. Man muss ja auch mal zeigen, was man kann, ne? So. So, einmal lang. Dum, 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 da. Bisschen hier. Versteckter Schatz. Auch nicht klar. Dann dürfen es mal wieder normale Monster sein, wa? Doch nicht. Noch mehr Kannibalen. Es hört nicht auf. Nee, Deserteure. Moin! Die sind noch Level 10. Da müssen wir mal wieder ein bisschen ausweichen. Hättest du gern, wa? Die haben auch Rüstungen an. Die können halt was, ne? Nix ist hier. Aha. Ich mach das mit dir, mein Freund. Au, da ist noch einer. Scheiße. Na, komm ran. Ah, jetzt hat er sein Schwert geschoben. Ich war zu langsam. Besser ist es natürlich, man rollt einmal hin und bevor er sein Schwert zieht, hat man ihn dann gegriffen. So, man kann hier irgendwie doch so kontern. So war das. Ja, das wollte ich. Das war doch mein Plan. Na komm, hau. Wams, wams. Jetzt habe ich dich ans Wasser gedrängt, mein Freund. Das ist unangenehm gewesen, aber naja. Das war die Rumsmummel. So, dann looten wir mal wieder alles zusammen hier. Aha. So, das ist alles soweit schön. Notizen eines Plünderers. Gewöhnliche Schlüssel. Die Notizen wollen wir da gleich mal lesen. Da oben ist noch irgendwas. Ist das ein Monster oder ist das noch ein einzelner Typ? Da ist noch ein einzelner Typ, der es noch nicht gecheckt hat. Oh mein Gott, was ist mit meinen ganzen Kollegen passiert? Ich habe gerade geschlafen. Hey, auf Wache, ne? Mhm. Kann man sich so richtig vorstellen, ne? Wie er da Wache hatte und es ihn einfach nicht interessiert hat. Jo, alles klar. Und das war das. So. Nur wie gerade Langschwert. Dann wollen wir nochmal gucken. Einmal mit den Hexersinnen übers Lager streifen. Da sehen wir immer noch ein bisschen. Bisschen Gedönse. Das kann man kaputt machen. Das liegt. Was ist das denn hier? Oh, da sollte wohl mal irgendwas aufgestellt werden. Jetzt gucken wir kurz in unseren Questbrief hier. Notizen eines Plünderers. Letzte Woche haben wir drei diesen Reisenden erwischt. Er sah aus wie einer dieser feigen Drecksäcke, die sich schon bei deinem ersten Anblick in die Hose machen. Aber der Eindruck hatte uns getäuscht. Der Bastard fuchtelte auf einmal mit einem Schwert herum, schlug mir ein Ohr ab und schlitzte Olafs Arsch auf. Der hat jetzt eine neue Ritze, nur dass sie quer verläuft. Dann zog er Iva mit dem Heft eins über die Birne. Der arme Kerl ist noch immer nicht wieder ganz bei Sinn. Am Ende haben wir ihn natürlich erledigt. Niemand hat eine Chance, wenn er in der Unterzahl ist. Aber er hatte nur eine Handvoll Münzen in der Börse und einen Kupferring am Finger. Mehr nicht.
Dieser Überfall hat uns mehr gekostet als eingebracht. Der Heiler hat mehr gekostet, als dieser Hurensohn bei sich hatte. Danach sagte Olaf, warum riskieren wir eigentlich unseren Hals bei Überfällen auf Reisende, wenn das Gold doch direkt unter unseren Füßen liegt, vergraben mit den Toten. Eine Leiche kann sich nicht verteidigen, also riskieren wir auch keine Verletzungen. Wir müssen nicht den ganzen Tag warten, bis endlich jemand vorbeikommt, denn da liegen schon Dutzende von Toten in ihren Gräbern und warten auf uns. Jeder von ihnen markiert wie Gemüse auf dem Markt. Ich habe gründlich nachgedacht und finde, Olaf hat recht. Ab morgen halten wir uns von den Straßen fern und plündern stattdessen den Friedhof. Eieiei, buddeln die da irgendwelche Leichen aus, ne? So. Tote wehren sich nicht. Finde die Truhe der Grabräuber. 55 Meter. Ja, die können wir abreißen, du. Das schaffen wir gerade so. Und natürlich mal ein bisschen wieder was pflücken. Ah, noch mehr dieser Türe. Moin, na? Zieht auf seine Augen. Der Kollege, wenn er mal mir in den Rücken fallen würde, ne, hätte ich nicht die ganze Zeit Dauer drücken können, aber naja. Also das ist halt auch der Weg, wie ihr, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, massivst mächtigere Gegner gewinnt. Ihr müsst die auseinanderziehen, dass ihr möglichst nur einen habt, der euch angreift. Die KI ist ja irgendwann so bekloppt und lässt dann die Leute nur noch stehen und gucken, ne? Und dann könnt ihr den einfach mit Dauerfeuer bearbeiten. Das klappt eigentlich fast immer. Ne? So, das war das. Jetzt schauen wir nochmal auf die Map. Da war die Höhle, die hatten wir schon. Naja, ich muss vielleicht den Quest mal wieder wechseln. Quest. Wir waren gerade dabei, Verteidiger des Glaubens, Schreine wieder aufzubauen. Wo ist die Map? Wupp, 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 wupp. Oh, ich weiß, wie das geht. Und wieder erzählt das mir. Haben wir es dann jetzt? Das bin ich einmal durchgeschaffelt hier, alles klar. Okay, da können wir ja eigentlich erstmal dahin laufen, weil das sieht ja schon so aus, als würde uns hier eine Wegmarke erwarten. Und von da aus gehen wir dann einmal dahin. Das sieht schon irgendwie nach so einer, ja, sieht nach Friedhof irgendwas aus. Dann dahin und dann das. Okay, das machen wir dann jetzt aber mit Plötze, das ist mir dann doch zu weit. Kommst du hierher, Plötze, kriegst du das geschissen? Oh, ist eng, ne? Ja, komm. Auf geht's. So. Oh, shit, was fliegt da denn rum? Oh, da müssen wir uns nicht unbedingt nähern, ne? Ah, das kommt noch alles. Da sehe ich schon. Oh, oh. Ja, plötzlich, keine Angst. Der ist weit weg, der sieht uns nicht. Los. Solange wir keinen Auftrag... Also, es ist jetzt nicht hexamäßig, einfach Monster umzubringen, ne? Solange wir keinen Auftrag dafür haben. Was ist das hier für ein Symbol? Ist irgendwie unter der Erde. Sind hier... Ach, das war von irgendeinem Quest. Unter der Erde, bei dieser Ruine, sind das diese Transportteile. Ist nur interessant, dass wir die jetzt immer noch sehen. Nicht so ganz sinnvoll, ne? So, hier ist einer der Orte. Zu stark! Weit, 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 weit. Also, das war klein Weg mit zu starken Ghulen. Los, lauf! Okay, das war schon mal überraschend, aber wir haben die Marke schon mal. Also, ich dachte mir schon, dass da eine Marke ist. Müssen wir halt nur gucken, dass wir nächstes Mal wiederkommen und Ghule vertreiben. Wenn wir etwas stärker sind. Die waren etwas überlevelt. Jetzt gucken wir mal gerade dahin. Also man hätte das wohl schaffen können, aber das ist dann immer, wie gesagt, sehr viel rumgefriemelt. Mach langsam. Ja, genau. Entspanne ich erstmal plötzlich. Erstmal wieder zwischenspeichern. Was haben wir denn hier? Ich weiß auf jeden Fall aus Erfahrung, dass sich hier drin eine kleine Kiste befindet. Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung. Ciao. Woher ich das nur weiß, wa? Na komm ran, die ist nur Level 7. Die kriegen wir auch so weggeballert. Na komm her. Was ist denn los mit dir? Willst du nicht kämpfen? Hallo? Jetzt plötzlich doch. Nein, nicht die andere. Die hinter dir. Geralt, hinter dir. Mein Gott. Jetzt haben wir das davon, ne? So. Wir brauchen das Jürden. Fangen Sie mit dem Jürden. Na komm ran jetzt hier. Also wenn man eigentlich das richtig macht, dann kann man ausweichen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht treffe gerade. Normalerweise, man erkennt halt, wenn die sich auflösen, weiß man, die kommen gleich wieder. Und kann entsprechend genau dann mit B so seitlich einmal so einen Seitenschritt machen. Dann treffen die eigentlich mehr. Wegrollen ist zu lang, weil wenn man wegrollt, dann teleportieren sie sich wieder weg. Dann hat man den ganzen Spaß wieder von vorne. Ist einem nicht geholfen, ne? Was ist das denn hier? Ein Leopard? Jo. So, dann rauf da. Hey, guck mal, hängt der Efeu rum. Was haben wir denn hier? Leder, Leder, Leder. Langschwert, Rüstung, Rüstung, Rüstung. Alles klar.
Wuppala. Wir müssen bald mal gucken, wie es aussieht, rüstungstechnisch, ob wir inzwischen schon Besseres haben. So, da sind wir wieder. Ja, Crash to Desktop, ne? Hatte ich auch schon, seitdem ich das Spiel spiele, noch nie. Also gerade eben, als ich das Inventar geöffnet habe, nachdem wir da fertig waren, hat das Spiel gedacht, ich muss mal zum Desktop crashen. Also, wie gesagt, das ist, seitdem ich Witcher 3 spiele, ist mir das Spiel, ich glaube, einmal abgeschmiert, ganz am Anfang mal. Und sonst nie. Also, mal sehen, ob sich das jetzt häuft. Ungewöhnlich. Ein Glück hatte ich direkt gerade eben gespeichert. Zufall, wa? Mal, kommt mir das jetzt nur so vor, oder sind jetzt hier wesentlich mehr Erscheinungen plötzlich? Gerade eben waren das auch nur zwei Stück. Na Leute, was ist? Ihr sollt herkommen. Ja, ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Dann bleibt halt weg. Ist mir auch recht. Dann sammeln wir nur den Schatz ein und dann hau ich wieder ab. So, kann ich auch machen. Hab ich gar kein Problem mit. Was mach ich denn am Schnacken? Ach ja, genau, ich war am Schnacken. Wir müssten mal wieder gucken, wie das so aussieht. Wir sind zwar immer fleißig hier am Looten, aber ich achte gar nicht so doll drauf, ob die Sachen jetzt besser sind oder nicht. Also, man kann meistens davon ausgehen, wenn man sich erstmal so ein Hexer-Rüstungsset organisiert hat. Ja, gut. Das war jetzt mal sehr unproblematisch, ne? Den Viechern ist es einfach scheißegal, dass wir da gerade alles wegräumen. Dann brauchen wir uns auch nicht mit denen befassen, ne? Wenn man erstmal so eine Hexer-Rüstung halt zusammen hat, dann ist das meistens, ist man da erstmal ein bisschen beschäftigt, sag ich schon, versorgt. Und wenn dann das Level erreicht ist, um die nächsthöhere Stufe davon zu tragen, kann man sich meistens eher dran machen, das Ding aufzusuchen, ne? Wenn man weiß, wo das ist. Also, selbstverfreilich gibt es natürlich im Internet, wie das immer so ist, natürlich sofort für alle Rüstungsteile genaue Positionsorte. Normalerweise kriegt man sie aber raus, indem man bei Händlern entsprechende Zettel kauft. Da kann man dann so Schriebe von alten Hexern kaufen. Und die sagen dann, wo sich das Zeug befindet, ne? Und kann sich das dann zusammensuchen. Moin! Was willst du hier? Wir müssen auch mal wieder ein bisschen ausweichen. Ist ja natürlich schlau, Geralt. Ah, der ist tot, okay. Wenn du dich den Leuten widmest, die schon fast im Arsch sind. Ah, in den Rücken, das ist nicht nett. Das ist nicht nett, du! So, jetzt können wir ja mal gucken. Habe ich hier nicht irgendwo eine... Setzt eine Wolke aus dem Fall, welche Fähigkeiten blockt. Blendet Gegner im Explosionsradius. Ja, witzig. Und bitteschön. Ah, mich hat's auch geblendet. Ja, da seid ihr verwirrt, wa? Und daher. Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Flashbang! Wo ist er hin? Man muss natürlich dann auch schnell genug sein, wenn man das gemacht hat und die Leute auch treffen. Oh, weg ist der Kopf. So eine Keretsche wäre ganz praktisch, weil die macht einfach nur Damage. Das könnten wir gebrauchen. Habe ich so eine noch nicht? Das würde mich doch etwas verwirren. Inventar. Ah, es geht wieder auf, ne? Ich bin zuversichtlich, dass das ein einmaliges Erlebnis war. Drachentraum. Setzt eine Gaswolke frei, die bei Entzündung explodiert. Damit kann man natürlich auch gut arbeiten. Wieso haben wir denn keine Keretsche? Das kann nicht sein. Tatsache. Haben wir nicht. Okay. Was ist denn da los mit mir, Leute? Da müsst ihr doch mal meckern. Wir gehen mal gerade in Alchemie, ob ich das Rezept denn wenigstens schon habe. Ja, ich weiß, wie man Alchemie macht. Substanzen brauchen wir nicht, Alkohol brauchen wir nicht. Bomben, Keretsche. Alter Falter. Ja, wir haben sogar schon verbesserten tanzenden Stern, aber auch schon verbessernde. Ne, wir haben noch nicht verbesserte Keretsche, aber wir haben verbesserten Drachentraum. Und verbessernden tanzenden Stern. Cool. Wie sieht es bei Tränken aus? Goldener Pirol könnte man vielleicht mal machen. Schwarzes Blut. Vergiftung. Verbesserte Schwalbe. Holy shit, das habe ich in meinem Privatspielstand nicht geschafft, das Ding mal zu finden. Sehr geil. Verbesserter Donner. Haben wir noch? Dann können wir den auch noch nehmen. Was macht das? Vergiftung. Erhöht die Angriffskraft. Yo, das kann nachher mal sehr hilfreich sein. Schwarzes Blut nehmen wir auch noch mit. Ach, guck mal, da geht es jetzt richtig ab. Öle. Bestienöl. Ganz wichtig, Drakonitenöl, da müssen wir nachher noch Zutaten suchen. Gift der Erhängten, zur Anwendung auf dem Schwert, um zusätzlichen Effekt im Kampf zu erzielen. Angriffskraft gegen Humanoide. Sehr gut. Verbessertes Bestienöl, wow, da geht's schon los hier. Verbessertes Hybridenöl, Reliktöl, verbessertes Verfluchtenöl. Ja, ist gut, Hahn. Jo, so, verbessertes das, haben wir sonst noch was? Nee. Alles klar, und... Tränke haben wir soweit ja alles gerade gemacht. Öle haben wir gemacht. Ja, sehr gut. Das sieht doch schon wieder richtig gut aus. Dann
machen wir hier erstmal kurz einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Wir werden den letzten Mohikaner da hinten noch wegmachen. Dann haben wir wahrscheinlich diese verlassenen Städte hier befreit. Und dann geht es los mit dem letzten Schrein. Und dann geht es auf nach Novigrad. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.